Artikelnummer SCP-073, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-073 ist in einer Zweizimmerzelle zu verwahren. Diese hat nur Möbel und Gegenstände aus nicht-organischem Material sowie ein Badezimmer zu enthalten. Dem Subjekt ist es erlaubt, sich frei auf dem Gelände der Anlage zu bewegen und in der Hauptkantine zu essen. SCP-073 wurde mit einem Peilsender versehen, welcher nicht entfernt werden darf. Jeglicher Kontakt mit der Oberfläche sowie das Verlassen der Anlage sind dem Subjekt untersagt. Ebenso ist dem Subjekt der Kontakt mit pflanzenartigen SCPs unter allen Umständen verboten. In keinem Fall ist es erlaubt, Gewalt gegen SCP-073 einzusetzen. SCP-073 wird momentan in Standort 17 verwahrt. Beschreibung: SCP-073 erscheint als stark gebräunter Mann arabischer oder nahöstlicher Herkunft in seinen frühen 30ern. Er ist 185 cm groß, wiegt 75 kg und besitzt schwarze Haare und blaue Augen. Die Arme, Beine, Wirbelsäule und Schulterblätter des Subjektes wurden allem Anschein nach durch künstliche Versionen unbekannter Machart ersetzt. Das Metall, aus welchem die Körperteile gefertigt wurden, ist ebenfalls unbekannt. Das Subjekt bemerkt diese Ersatzteile nur, wenn es direkt darauf aufmerksam gemacht wird und besitzt keinerlei Kenntnis darüber, wie, warum oder wann der Austausch stattgefunden hat. Nach seiner Aussage besitzt es diese, solange es sich erinnern kann. Auf der Stirn des Subjektes befindet sich ein eingraviertes Symbol, welches scheinbar sumerischem Ursprungs ist. Das Symbol konnte bisher nicht übersetzt werden und das Subjekt wirkt gequält, wenn es auf dieses angesprochen wird, und weigert sich darüber zu sprechen. Das Subjekt muss regelmäßig essen und trinken. Aufgrund seiner Wirkung auf pflanzenbasierenden Gegenständen erhält es eine rein karnivore Diät. Kein, wie sich SCP-073 selbst bezeichnet, verhält sich im Allgemeinen höflich und freundlich gegenüber allen, die mit ihm sprechen. Allerdings wird seine Art zu sprechen als etwas mechanisch und kalt beschrieben. Das Subjekt ist sehr hilfsbereit und findet Gefallen daran, dem Personal in ihren täglichen Aufgaben jeglicher Art zu unterstützen. Es verfügt über ein äußerst detailreiches Wissen über Ereignisse der Weltgeschichte von der Antike bis zur Moderne und spricht die gängigsten, teilweise bereits ausgestorbenen Sprachen. Das Subjekt hat erklärt, ein fotografisches Gedächtnis zu besitzen und belegte dies durch die Wort-für-Wort-Reproduktion eines 800 Seiten fassenden Lexikons, welches es zuvor für 1,5 Minuten durchgeblättert hat. In allen bisher ausgehändigten Intelligenztests erzielte das Subjekt durchschnittliche Ergebnisse. Die Anwesenheit von SCP-073 ist allem in und aus der Erde wachsenden Leben abträglich und tötet all solche Lebewesen innerhalb eines 20 Meter Radius. Jede Form von Boden, auf dem SCP-073 gelaufen ist, inklusive dem 20 Meter Radius, wird unfruchtbar, da alle anaeroben Bakterien absterben und damit dem Boden die Möglichkeit entzogen wird, Pflanzenwachstum zu ermöglichen. Dies ist erst wieder nach dem Einbringen neuer Bakterien möglich. Die Berührung von SCP-073 führt bei sämtlichen Gegenständen, welche aus Pflanzen gewonnen wurden, wie etwa Holz und Papier, zur sofortigen Zersetzung und Verrottung. Dies schließt auch alle aus einer Hydrokultur gewonnenen Produkte ein. Gewaltausübung gegenüber SCP-073 reflektiert jeglichen Schaden an SCP-073 direkt zurück auf den Angreifer. SCP-073 erscheint augenscheinlich unversehrt. Dies bezieht sich auf jede Form von Schaden. Die Versuche, Blut- und Gewebeproben zu entnehmen, haben sich als erfolglos herausgestellt. Personal, welches die Entnahmen vornahm, spürte selbst die Wirkung ihres Vorgehens und erhielt am Ende eine Probe des eigenen Blutes oder Gewebes, obwohl alle Handlungen nur auf SCP-073 gerichtet waren. Indirekter Schaden an SCP-073 führt ebenfalls zu einer Übertragung der Verletzung an die Person, die die Handlung initiiert hat. Obwohl SCP-073 keinen tatsächlichen Schaden davonträgt, hat es erklärt, dass es dennoch den Schmerz spürt und bat deswegen die Forscher höflich von allzu verletzenden Versuchen ihm gegenüber abzusehen. Zusätzliche Hinweise: SCP-073 wurde 1900 im New York Police Department gefunden, nachdem es inmitten der Leichen einiger gewaltbereiter Gangmitglieder aufgegriffen wurde. SCP-073 erzählte der Polizei, dass die Gang versucht hatte, sich über es lustig zu machen, aber wütend wurde und SCP-073 umbringen wollte, was zu ihrem eigenen Niedergang führte. SCP-073 wurde eingesperrt und, nachdem das NYPD keine weiteren Informationen über es finden konnte, für einen namenlosen Unbekannten gehalten. SCP-073 wurde bei einer Routinekontrolle solcher Unbekannter durch die Foundation entdeckt und wurde daraufhin in unseren Gewahrsam gebracht.
Anhang 073-1. Das Oberkommando hat aufgrund von SCP-073s Unzerstörbarkeit, seinem fotografischen Gedächtnis und seinem Verlangen, anderen zu helfen, beschlossen, dass alle Daten auf SCP-073 gesichert werden sollen, um dadurch einen katastrophenbedingten Verlust zu vermeiden. Während diese Anordnung gemischte Reaktionen zur Folge hatte, stimmte SCP-073 zu und versprach die Geheimhaltung. Anhang 073-2. Als im Laufe des Sicherungsprozesses die Informationen bezüglich SCP-076 an der Reihe waren, zeigte das Subjekt eine Vertrautheit mit den Informationen und ging sogar so weit zu behaupten, dass es bereits alles über SCP-076 wisse. Es war dennoch abgeneigt, mehr hinzuzufügen, und erklärte, dass es für alle Parteien besser wäre, wenn es nicht auf SCP-076 treffen würde. Anhang 073-3. Untersuchungen des unbekannten Metalls von SCP-073 deuten darauf hin, dass es sich um Beryllium-Bronze handelt. Ein Metall, von dem bekannt ist, dass es von verschiedenen anormalen Kulturen und Entitäten verwendet wird. Am nennenswertesten wären hier das Vorkommen von Beryllium-Bronze bei SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 und SCP-2711. Im Licht dieser Entdeckung begann die Foundation mit der Suche nach dem Ursprung von Beryllium-Bronze und seine ursprünglichen Verteilungswege über den Globus. Auf Nachfrage konnte SCP-073 Informationen liefern, welche darauf hindeuten, dass Beryllium-Bronze aus dem Nahen Osten stammt. Der genaue Zeitpunkt des Auftauchens konnte allerdings noch nicht festgestellt werden. Weitere Nachforschungen in Bezug auf die Herkunft von Beryllium-Bronze werden zurzeit unternommen.